Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. In der Tiefbohrtechnik wird sehr viel Aufwand getrieben, um die Umwelt nicht zu belasten. Und dazu gehört, dass der Bohrturm auf einem großen Bohrplatz steht. Und dieser Bohrplatz, der ungefähr einen Hektar groß ist, der ist komplett wasserdicht. Da kann also nichts durch in die Erde sickern. Und der Bohrplatz ist so angelegt, dass er ein gewisses Gefälle hat zum Inneren. Und in der Mitte unter dem Bohrturm befindet sich am tiefsten Punkt der Bohrkeller. Und in diesem Bohrkeller sammelt sich alles an, was an Flüssigkeiten auf den Bohrplatz gelangt, zum Beispiel Regenwasser. Aber es kann auch sein, dass dieses Wasser eben durch Ölreste oder sonstige Verunreinigungen verschmutzt ist. Und deswegen wird diese Flüssigkeit, wenn sie aus dem Keller abgepumpt wird, erstmal aufbereitet. Und das macht man in einem Dreikammerabscheider. Wir sehen hier hinter mir so einen Dreikammerabscheider. In der ersten Kammer geht die Flüssigkeit auf der einen Seite rein und fließt aus der anderen Seite wieder raus. Aber die Kammer ist eben groß genug, dass sich alles an Festkörpern, also Steine, Sandkörner und so weiter, nach unten hin absetzt. In der zweiten Kammer geht die Flüssigkeit von oben rein und der Ablauf ist an der Unterseite. Und das bewirkt, dass alles, was leichter ist als Wasser, zum Beispiel Öl, oben bleibt und nicht mit nach unten geht. Und der Prozess wird dadurch noch verstärkt, dass die zweite Kammer mit einer Kokspackung gefüllt ist. Koks ist ein Material, was sehr porös ist. Und an dieser riesigen Oberfläche des Kokses bleiben alle Schwebeteilchen und das Öl, was im Wasser drin ist, einfach hängen. Ja, und in der dritten Kammer wird einfach das Wasser nochmal aufgestaut, damit man es beproben kann. Und dann ist das Wasser gereinigt. Das funktioniert ziemlich gut und das wollen wir hier mal an einem kleinen Experiment zeigen. Wir haben uns aus drei Bechern und ein paar Strohhalmen einen Dreikammerabscheider gebaut. Und als erstes brauchen wir nun ein schönes Abwasser. Das haben wir zusammengemischt aus Wasser, Öl, ein bisschen Sand und Pfefferkörner als Schwebeteilchen. Und das Ganze haben wir gut verrührt und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das aufbereitet kriegen. Und wir sehen hier, dass das super funktioniert. In der ersten Kammer setzt sich tatsächlich der ganze Sand ab und in der zweiten Kammer zwischen den Murmeln, die wir da installiert haben, da bleiben die ganzen Öl- und Pfefferkornreste hängen. Und in der dritten Kammer ist tatsächlich nur noch richtig sauberes Wasser übrig. Prost! Sieht ganz lecker aus. Tja, und wer noch mehr Details darüber wissen will, wie wir die Umwelt beim Bohren schützen, der kommt in unsere Vorlesung Maschinen und Einrichtungen der Bohrtechnik. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!